Hey, da bin ich wieder und heute ist Tag 22 meiner Rohkostreise. Sorry, ich habe es echt nicht geschafft. Ich war raus. Ja, also ich habe es wirklich nicht geschafft, uns da, das war mein Handy, by the way, uns da wirklich upgedatet zu halten. Aber ich gelobe Besserung und versuche das regelmäßig zu machen. Aber wie regelmäßig ist, sei da mal dahingestellt. Okay, heute geht's gut. Licht ist noch da. Ich werde mich ranhalten. Die letzte Woche war eine Katastrophe. Eine einzige schlecht gemeinte Katastrophe. Das war so anstrengend. Irgendwann kam ein Tag, dann bin ich in den Supermarkt, weil es da so Datteln mit Nüssen vorbereitet gab, ne? Und die waren ganz lecker. Und die habe ich mir geholt. Und dann habe ich aber aus Versehen, ich weiß nicht warum, habe ich aus Versehen statt einer Nuss irgendwie Marzipan da drin gehabt. Wirklich, das war ein Versehen. Ich habe gar nicht mal richtig hingeguckt. Ich dachte, die haben das nur so. Ja. Und dann habe ich die aber dann trotzdem gegessen. Ich kann ja so schlecht Sachen wegschmeißen und das war der Anfang vom Ende. Ich kann nur sagen, Zucker, ich schwöre, macht süchtig. Zucker ist irgendwie ein Suchtmittel. Ich habe es vorher schon so geahnt. Jetzt habe ich hier meine Nase juckt. Ich habe nicht gepopelt, guck. So. Ich habe es vorher schon so ein bisschen geahnt. Aber mittlerweile bin ich mir 100% sicher, dass Zucker Tatsache ein Suchtmittel ist. Danach habe ich auf jeden Fall erstmal losgelegt und hatte Bock auf alles Mögliche. Dann kam so ein Tag irgendwie, wo ich abends dann irgendwie weg war und dann natürlich irgendwie ein zweites Glas Wein getrunken habe. Und das hat mir gar nicht, das war nicht gut. Und danach hatte ich nur noch Bock auf McDonald's. Ja. Und 2 Tage später war dann wieder so ein Ding, irgendwie auch so ein Ausrutscher. Und am nächsten Morgen, das war geil, also so ein Ausrutscher mit so Süßigkeiten, so Gummizeug und so, ne? Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, Leute, ich hatte einen Kater. Also genau so fühlt sich ein Kater an. Das war. Ey, ich habe echt gedacht, so, boah, ey, von einer Tüte quasi Gummibärchen? Geht ja gar nicht. So, was ist denn da los? Keine Ahnung, Technik. So gesehen, war eine ganz, ganz komische und schreckliche Woche und ich habe auch sofort irgendwie so ein Gesicht gekriegt und irgendwie bin total so explodiert. Also dasselbe, was mit der Rohkost ganz schnell ging, in 1, 2 Tagen hatte ich das Gefühl, irgendwie, ich muss hier 10 Kilo mehr drauf haben. Was ist denn hier los? Ja. Das hat mich dazu bewogen, zu sagen, ey, okay, auch eine gute Sache, das mal so zu sehen. Jetzt kennst du die negativen Seiten der Kochkost. Immerhin. Und jetzt bist du sie dir sehr, sehr, sehr bewusst und habe mich dann wirklich noch einmal so total entschlossen und nicht nur entschlossen, sondern habe wirklich so gesagt, weißt du was, das ist total geil, was du hier gerade machst. Irgendwie fühlt sich das ganz cool an. Und es hat mich auch noch mal dazu bewogen, mir darüber nachzudenken, warum ich das eigentlich mache, ne? Also warum mache ich so eine Sache? Und das ist genauso wie zum Beispiel 2008 bin ich dann auf die Idee gekommen, ich laufe Marathon. Davor bin ich nie mehr als 30, 35 Minuten gelaufen. Das war mir langweilig. Das ist aber so eine Sache, ich mache ja nie was fertig. Also ich habe wirklich Probleme, Sachen fertig zu bekommen. Ich finde das langweilig. Ganz viele Sachen irgendwie, ne? Oder verliere dann ganz schnell das Interesse. Liegt vielleicht an meinem Sternzeichen Zwilling, ich habe keine Ahnung. Ich durfte deswegen meinem Vater auch nie beim Fahrrad reparieren helfen, weil irgendwann waren immer irgendwelche Ösen und Schrauben und keine Ahnung was weg. Und Papa stand alleine da. Oder, geile Geschichte, Milka als Kind zu ihrem Bruder: Komm, David, wir werden jetzt mal das Zimmer aufräumen. So, wir also ins Zimmer. Alle Sachen von den Regalen runtergeholt, boah, voll gewedelt, alles Mögliche. Und dann gab es die Sesamstraße. Das war's mit dem Aufräumen. Sorry, Mama, auch heute noch. In solchen Momenten ist es aber immer wieder wichtig, sich zu vergewissern, ey, okay, warum mache ich das eigentlich? Was will ich damit erreichen? Und das hat mich dazu bewogen, mich nochmal mit diesen Zielen auseinanderzusetzen,
bei denen ich ja schon an einem anderen Tag gewesen bin. Und ich habe angefangen, tatsächlich diese 100 Ziele aufzuschreiben. Ich bin jetzt ungefähr bei 50. Ich werde so die 10 besten rauspicken daraus und sie euch vortragen. Und es hat mich dazu bewogen zu gucken, irgendwie, was ist denn positiv an diesem ganzen Rohkost-Ding? Na, was macht dir denn Spaß? Was findest du daran geil? Wie fühlt sich das an? Was war anders, als du das gemacht hast, mit dem, als du irgendwie die ganze Zeit ja so nicht so cool unterwegs warst? So, und da bin ich zu folgenden Punkten gekommen. Erstens, ich fühle mich viel fitter. Sehr viel fitter. Ich habe keinen Blähbauch mehr und keine Luft im Bauch oder irgendwie Bauchschmerzen oder es geht mir komisch und sowas, was ich sonst ganz, ganz häufig habe. Rohkost schmeckt super. So eine Clementine ist sehr, sehr geil, wenn man Bock drauf hat. Boah, war das heute gut. Also ich kann bei Nikolaus nur Clementine empfehlen. Ich fühle mich die ganze Zeit sehr hydriert. Was auch schlussfolgert, Falten, ade. Was meinst du, was für Falten du bekommst? Ich war in der Bahn, habe mir die Leute mal angeguckt, die so in der Bahn rumsitzen. Alles Leute, die halt irgendwie ganz normal die ganze Zeit eigentlich, ja, Currywurst, Pommes etc. bla bla essen. Ne? Und ganz viele Leute sehen schon selber aus wie eine Currywurst. Kann ich nicht anders sagen. Also je mehr Gemüse man isst, desto irgendwie besser. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ey, werdet alle Rotköstler oder sonst irgendetwas. Das ist nicht meine Intention. Ich weiß ja selber nicht, ob ich das irgendwie die ganze Zeit so durchgerockt bekomme. Aber meine Erfahrung, ja, ist wirklich, boah, das macht schön. So. Ja. Rohkost ist sehr zufriedenstellend. Im Sinne von, ich esse was, ja, und ich habe danach das Gefühl, boah, gut, okay. Geil, genauso wie heute, ich habe Grünkohlsalat gegessen. Ja, Grünkohl, das habe ich gekocht, nicht angerührt, ja. Das ist so Grünkohl und Kotze, zwei Sachen, die man nicht isst, ja. Aber so roh habe ich das heute gemacht. Ich habe mal gedacht, okay, die sagen alle, das ist total gesund und total entgiften, jetzt rein damit. Und habe mir so einen Salat gemacht aus Grünkohl, Avocados, Tomaten, Zitronen, Olivenöl. So, schön Matsche-Matsche gemacht, alles zusammengemischt. Und es gegessen, es war sehr lecker und ich hatte sehr früh so ein Gefühl von, boah, ich bin echt satt. Ja. Dieses Gefühl habe ich bei McDonald's nie, sorry. Ich kann da immer noch mal zur Kasse. Außerdem ist man dann in so einem ganz guten Mut, also irgendwie so zufrieden die ganze Zeit. Macht eine geile Figur, kann ich nicht anders sagen. Also für Leute, die es brauchen und für Leute, die es nicht brauchen, aber es ist auf jeden Fall ein Fettzellenkiller. Das ist in der Küche extrem schnell zubereitet, ja, man muss ja nichts kochen, warten, sonst irgendetwas, schnibbeln, zusammen, fertig. Muss noch nicht mal schnibbeln, ja, einen Apfel kann man auch so essen. Macht kaum Müll, ja, also diesen ganzen Verpackungsmüll, den man so sonst immer hat, der ist nicht da. Also wenn dann mal irgendwie so ein bisschen was vom Entsafter oder sonst irgendetwas. Und es ist so schön anzuschauen. Ich finde, das sieht immer so geil aus, wenn ich dann irgendwie eingekauft habe und die ganzen Früchte und das ganze Gemüse liegt da aufeinander. Dann würde ich am liebsten anfangen zu malen. Leider war ich in Kunst immer sehr scheiße. Also malen kann ich gar nicht. Aber ich kann es verstehen, warum diese Künstler diese ganze Zeit diese eigenartigen Obststillleben gemacht haben. Weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch anzuschauen. Also das war so meine Erfahrung. Übrigens, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Vielen Dank, dass nicht so viele Leute meinen Durchfalltag geliked haben. Das fand ich sehr geil, weil das beweist, dass ihr sehr mitfühlend seid und so eine Scheiße dann nicht liked, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, alles andere wäre ja so ein toller Freund. Vielen Dank. Eine Sache wollte ich euch dann auch noch zeigen. Guck mal, ist jetzt schon fast leer. Das war mein Highlight des Tages. Guck mal, ist schon fast leer. Ich habe keine Freunde mehr, da ist so viel Knoblauch drin. Das ist Hummus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist normalerweise so aus Kichererbsenpüree-mäßig gemacht. Dieser Hummus ist roh und mit einer Zucchini geschält, ja, püriert zusammen mit Tahin. Das ist Erdnussmus, wollte ich schon sagen. So ähnlich wie Erdnussmus, Sesambrei. Und was ist da noch drin? Zitronensaft, etwas Salz, das war's auch schon. Pürier? Brr, 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 brr. Mag ich voll gerne. Pürierstopp ist echt mein Lieblingsutensil. Und
Schon habt ihr so einen super geilen Gemüsedip. Total roh und es schmeckt echt köstlich. Hammer, Hammer. Echt, das Ding hier war voll.